Heute besuchen wir den Koblenzer Musiker Sascha Gutmann. Am vergangenen Sonntag sorgte er mit seiner neuen Single Still Around für eine musikalische Überraschung. Denn der eigentlich als Gitarrist bekannte Künstler begeistert die Hörer nun erstmals mit den Klängen seiner eigenen Stimme. Das stimmt, bin ich ja als Gitarrist unterwegs. Ich bin eigentlich hauptberuflich Studio- und Live-Gitarrist und dann eben noch so ein bisschen in der Zusatzfunktion Songwriter. Aber das meiste Geschäft ist eigentlich wirklich an der Gitarre. Also ich spiele in 10 Bands ungefähr, so mit Aushilfen, festen Bands. Also ganz, ganz viele Projekte, so von Dortmund bis München runter. Neben diesen zahlreichen Projekten und Bandkonstellationen, zu denen unter anderem die Koblenzer Partyband Edel Connection zählt, erfüllt sich der Koblenzer nun einen lang ersehnten Wunsch, wie er uns im Gespräch verrät. Im Grunde genommen war das eigentlich schon was ich ganz lange machen wollte. Also ich habe vor 10 Jahren oft als Frontman schon gespielt und habe auch gesungen und meine eigenen Songs performt. Dann war es aber so, dann hat diese Dienstleisterschiene so hart Überhand genommen und ich wurde einfach als Gitarrist oft gebucht und hatte dann kaum noch Zeit für eigene Sachen. Und jetzt durch Corona war das natürlich so ein bisschen der Vorteil. Man konnte keine Konzerte spielen und ich hatte viel Zeit zu Hause und habe auch neue Songs geschrieben, habe neues Material geschrieben und hatte dann irgendwie Lust, das auch mal rauszubringen. Und ich habe mir gedacht, ach komm, wenn du es jetzt noch machst, dann machst du es vielleicht nie. Und deswegen habe ich einfach mit einem Song angefangen und mal gucken. Wenn das gut läuft, dann kommt direkt noch ein bisschen was hinterher. Na, da würden wir uns doch sehr drüber freuen. Neben den Fähigkeiten an der Gitarre und am Mikrofon scheint Sascha Gutmann ein richtiges Multitalent zu sein. So entstand auch Still Around in kompletter Eigenregie. Das ist fast richtig. Ich habe also alle Instrumente selber gespielt, bis auf das Schlagzeug. Fürs Schlagzeug, da vertraue ich immer auf den Dani Kufner. Das ist einer meiner ältesten Freunde und ein super Drummer aus München. Und der hat mir ausgeholfen und hat mir das Schlagzeug eingespielt. Grüße gehen raus. Und ansonsten für den ganzen musikalischen Teil, das konnte ich alles selber machen, weil ich halt inzwischen auch viele Instrumente selber spielen kann und hier auch toll aufnehmen kann. Also ich kann hier gut arbeiten. Als Teil der Band Edel Connection sorgt der Musiker in der Regel für unbeschwerte Stunden und fröhliche Gesichter. In seiner neuen Single widmet sich der Songwriter diesmal allerdings einem sehr ergreifenden und persönlichen Thema. Absolut. Es gibt ja Songs, die schreibst du einfach so mit der Hand runter und es gibt welche, die schreibst du wirklich hier aus dem Herzen raus. Und das ist einer aus der zweiten Kategorie. Also das ist einer, der ist eigentlich wirklich so passiert, als meine Frau vor zwei Jahren schwer erkrankt ist und das Ganze so ein bisschen hart an der Kante war. War es so, ich hatte eigentlich die meiste Zeit schon so das feste Gefühl, das wird wieder. Ich war wirklich überzeugt, wir kriegen das hin und sie wird wieder gesund, was Gott sei Dank auch alles passiert ist. Also sie ist wieder gesund und topfit, aber man hat ja trotzdem so manchmal so eine dunkle Stunde. Und in einer von diesen dunklen Stunden habe ich mich hingesetzt und habe diesen Song geschrieben. Und der stellt immer die Frage, was ist denn, wenn die Frau jetzt nicht mehr da ist? Was ist, wenn deine Frau weg ist und du bist dann noch da? Is there someone out there who can play me like you used to do? Is there someone who can read me like an open book? 'Cause I know it ain't too late to get found. Maybe I'm covered up in dirt, but I'm still around. Looks like life has its own way, some lessons there are plenty to be learned. You can win all the battles and still the war is lost, pages turn. Still Around in voller Länge gibt es natürlich auch auf YouTube, Spotify und den üblichen Online-Portalen. Wir bedanken uns für die persönlichen Einblicke und freuen uns, Sascha Gutmann auch in der Region bei uns hier vor Ort bald wieder live erleben zu können. Where are you to change this?